Heute möchte ich mit Ihnen über die Schule der Zukunft sprechen. In der Schule der Zukunft lernen wir nicht nur lesen, schreiben und rechnen, das auch, sondern vor allem aufzuwachen, aus dem Traum wach zu sein und zu leben als der, der wir wirklich sind, erwachtes Bewusstsein. In der Schule der Zukunft müssen wir nicht mehr Gedichte auswendig lernen, uns merken, wie lang der Nil ist oder wie viele Einwohner New York hat. Informationen, die wir nie wieder im Leben brauchen. Sondern wir lernen, wie wir das Leben meistern. Wie wir unsere Talente und Fähigkeiten entdecken und entwickeln und optimal einsetzen. In der Schule der Zukunft lernen Sie liebevolles Miteinander und wie man das Werkzeug Körper ständig optimiert. Wir lernen, wie wir vom Denken zur Wahrnehmung kommen, wie Sie Ihre Lebensabsicht, Ihre wahre Berufung erkennen und erfüllen, aber auch, wie Sie den richtigen Partner erkennen und mit ihm glücklich werden, aber auch ihren Weg zu Gesundheit, Erfolg, Wohlstand und Glück. Und sie lernen zu entscheiden, ob sie ihr Ego glücklich machen wollen oder sich selbst. Irgendwann stehen wir vor der Aufgabe, wirklich zu leben. Und wir erkennen, niemand hat uns das beigebracht, wie man wirklich lebt, wie man seinen Körper gesund erhält, seine Berufung erkennt und den richtigen Partner und wie man mit ihm glücklich wird, indem man selbst ein idealer Partner ist, wie man seine Probleme löst, wie man seine Krisen meistert, sich seine Wünsche erfüllt und alle seine Ziele sicher erreicht. Wie man Erfolg und Wohlstand verursacht und ein wirklich erfülltes Leben lebt. Wir haben nicht einmal gelernt, wie man mit seinem Denkinstrument optimal umgeht und seine faszinierenden Möglichkeiten nutzt, um sein Leben bewusst zu gestalten. Und weil wir das alles nicht gelernt haben, schlittern wir oft über Misserfolge in die Krise und glauben, mehr hat das Leben nicht zu bieten. Dabei können wir vom Leben alles haben, wenn wir anfangen, unser Leben selbst zu führen. Das Leben ist einfach zu wichtig, um es dem Zufall zu überlassen. Also irgendwann, möglichst früh, sollten wir uns fragen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, was unsere Lebensabsicht und unser Ziel ist und ob der gewählte Weg wirklich zum Ziel führt. Wir sollten vor allem erkennen, wer wir wirklich sind und leben als der, der wir wirklich sind. Denn erst dann ist es wirklich unser Leben. Sie müssen sich also entscheiden, ob Sie Ihr Ich glücklich machen wollen oder sich selbst. Das sind zwei ganz verschiedene Wege und Sie können nicht beide gleichzeitig gehen. Und diese Entscheidung beeinflusst alle anderen Entscheidungen. Das Leben ist in Wirklichkeit ein faszinierendes Spiel. Aber wir erkennen die Spielregeln erst beim Spielen. Und Sie entscheiden, ob Sie als Spielfigur oder als bewusster Spieler das Spiel spielen. Bevor Sie sich entschieden haben, zu inkarnieren, haben Sie sich Ihre Lebensabsicht bewusst gemacht und sich das ideale Umfeld dafür ausgesucht. Das Land, die Zeit, die Eltern, um so die idealen Bedingungen für ihre Entwicklung zu haben. Ob die Umstände auch bequem sind,
spielt dabei keine Rolle. In der Schule der Zukunft lernen wir vor allem zu lernen, weil Lernen eine lebenslange Aufgabe und Notwendigkeit ist. Die Schule aber hat einen festen Lehrplan, der mit der Lebensabsicht der Kinder nicht immer übereinstimmt, und so entsteht ein Widerstand gegen das Lernen. Kinder tun nicht das, was man ihnen sagt, sondern das, was man ihnen vorlebt. Also sollten wir lernen, Vorbild zu sein. Die alles entscheidende Frage aber ist, als wer leben Sie? Als wen fühlen Sie sich? Erleben Sie sich als Mensch und glauben Sie das zu sein, was Sie im Spiegel sehen, dann ziehen Sie damit die ganz normalen menschlichen Probleme in Ihr Leben. Sie werden mit der Zeit älter, gelegentlich krank und sterben irgendwann. Das ist die Realität, aber nicht die Wirklichkeit. Irgendwann erkennen Sie sich als reine Existenz, als Bewusstsein, das nur vorübergehend in die Begrenzung einer menschlichen Existenz gegangen ist, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen. Vor allem die Erfahrung der eigenen natürlichen Vollkommenheit. Und dazu haben Sie Ihre Vollkommenheit vollkommen vergessen, um sie hier Schritt für Schritt wieder in Besitz zu nehmen. Das ist Ihre Lebensabsicht. Zu entscheiden, wer Ihr Leben führt, Ihr Verstand und damit Ihr Ego oder Sie selbst. Erst dann ist es wirklich Ihr Leben. Wir lernen, wie Sie alles Unwesentliche loslassen und so immer wesentlicher werden. Machen Sie sich einmal bewusst, sobald Sie alles Unvollkommene losgelassen haben, sind Sie vollkommen. Sie lernen, wie man die Kinderkrankheit Ich-Identifikation heilt und zur eigenen Wirklichkeit erwacht. Sie lernen, wie Sie Zugang zur Universalbibliothek der Schöpfung bekommen und die benötigten Informationen finden und sinnvoll anwenden. Sie lernen, wie Sie bewusst vom Erwachsenen zum Erwachten werden. Irgendwann erkennen Sie, dass alles, was Sie erleben, ein genaues Spiegelbild Ihres So-Seins ist. Das ist Ihr Dauerauftrag an das Leben für entsprechende Ereignisse. Und damit schaffen Sie ständig Ihr einmaliges Schicksal. Warum also nicht ein Schicksal, auf das Sie sich freuen können? Und das geschieht ganz einfach und absolut zuverlässig, indem Sie die Energie Ihres So-Seins verändern. Durch gute Laune, unabhängig von den Umständen, durch die Richtung Ihrer Aufmerksamkeit und Ihr bewusstes Sympathischsein. Denn das ändert sofort Ihre energetische Signatur, Ihre Ausstrahlung und damit Ihr Schicksal, Ihre Zukunft, Ihr ganzes Leben. Eine entscheidende Veränderung Ihres So-Seins ist die Beendigung der Identifikation mit der Illusion des Ich. Denn damit verursachen Sie ein ganz anderes Lebensprogramm. Sie erreichen das mit einem Schritt, indem Sie sich als Beobachter beim Leben zuschauen. Denn das, was Sie beobachten, können Sie ja nicht sein. Und dabei kommen Sie ganz von selbst vom Denken zur Wahrnehmung. Denn als Beobachter nehmen Sie wahr, was gerade geschieht. Und plötzlich haben Sie keine Verwendung mehr für das begrenzende und begrenzte Denken. Denn Wahrnehmung ist von Ihrem Wesen her absolut fehlerfrei.
Sie fügt nichts hinzu, lässt nichts weg und verändert nichts. Sie zeigt einfach nur, was ist. Und in der Wahrnehmung erkennen Sie sich als Bewusstsein. Erst als erwachtes Bewusstsein können Sie online gehen und lassen sich von der universellen Weisheit führen. Stehen Sie vor einer Frage, erkennen Sie die richtige Antwort. Stehen Sie vor einer Entscheidung, erkennen Sie sofort, was zu tun ist. Stehen Sie vor einer Aufgabe, einer Absicht, einem Vorhaben, erkennen Sie den besten Weg, die richtigen Schritte, den optimalen Zeitpunkt, vor allem aber, wie es ausgeht, bevor Sie beginnen. Und Sie haben am Start schon gewonnen. Sie erkennen Ihre Lebensabsicht, Ihre wahre Berufung, den richtigen Partner und wie Sie mit ihm glücklich werden. Und Sie erkennen Ihren Weg zu Gesundheit, Erfolg, Wohlstand und Glück. Sie verstehen die Sprache des Lebens und die Botschaft Ihres Körpers als wichtigste Fremdsprache. Sie haben damit Zugang zur Universalbibliothek der Schöpfung. Erkennen, wie Sie eine benötigte Information finden und vor allem, wie Sie mit der richtigen Information sinnvoll umgehen und Ihr ganzes Leben so verwandeln, ja, verzaubern. Und wenn Sie wollen, bleiben Sie ständig online und erkennen alles, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten. Dieses Erwachen zu sich selbst ist das einzig Wichtige im Leben und der Beginn Ihres wahren Lebens. Denn das Leben eines Menschen beginnt nicht mit der Geburt seines Körpers, das ist nur seine Schuluniform, sondern erst in dem Augenblick, wo er zu sich selbst erwacht und damit seine geistige Geburt vollendet. Werden Sie Ihr eigener Lehrer und Meister. Durch ständiges Online-Sein, durch Leben und Handeln im Mastermind, indem Sie vom Denken zur Wahrnehmung kommen, durch Optimierung Ihres Selbstbildes, durch Ihr erwachtes Bewusstsein und indem Sie bewusst leben als Unsterblicher, der Sie ja sind. Und so leben Sie ganz bewusst als Little Buddha im Alltag. Sie treten bewusst ein in Ihre eigene natürliche Vollkommenheit, indem Sie alles, was Sie gerade tun, so vollkommen wie möglich tun, bis Ihr ganzes Leben ein vollkommener Ausdruck Ihrer eigenen natürlichen Vollkommenheit ist. Und da kein Ich mehr da ist mit seinem Eigenwillen und Sie so nicht mehr der Handelnde sind, entsteht auch kein neues Karma mehr. Und Sie sind endlich frei für die nächste Dimension. Und erleben ohne Ich ist alles ganz einfach. Das Zeitalter des Ego geht gerade zu Ende. Und das Zeitalter des Bewusstseins hat gerade begonnen. Sie leben zwar noch in dieser Welt, aber sind nicht mehr von dieser Welt, sondern leben in der Wirklichkeit des Seins. Sie sind eingetreten in das faszinierende Abenteuer ihres wahren Lebens. Ohne eine besondere Ursache zu setzen, schaffen Sie sich so die Welt, in der Sie leben möchten, die Ihrem erwachten Bewusstsein entspricht. Und wohin Sie auch kommen, wird die Welt lichter und liebevoller durch Ihr erwachtes So-Sein. Es gibt nichts mehr zu entscheiden, nichts mehr zu tun, sondern nur noch zu sein. Und alles geschieht aus
diesem Sein. Sie kommen so vom Werken zum Wirken. Die Suche hat ein Ende, denn sie sind bei sich selbst angekommen und sind damit ihr eigener Lehrer und Meister. Ein Segen für jeden, der das Glück hat, ihnen zu begegnen.